Wir haben schon genügend Idioten, die in unserem Namen sterben. In letzter Zeit scheinen all unsere Horde-Rekruten nur noch dafür gut zu sein, auf einem nach Scheiße stinkenden Haufen auf dem Schlachtfeld zu landen. Sie summt vor sich hin und wirft ihr Schwert mit mehreren geschickten Handgelenksbewegungen von Hand zu Hand. Wenn das so weitergeht, werden wir unsere Rekruten schon wieder anheben müssen. Unseren Rekrutierungsstand. Also, was brauchst du? Was hattest du erwartet? Lass mich mal sehen. Totenglocke zählt ihre Finger ab und geht anscheinend deine mentale Liste durch. Von deinen Taten während der Eroberung bis hin zu deinen aktuellen Beträgen für unsere Sache. Sie zuckt mit den Schultern. Ich habe wohl nicht viel erwartet und du hast nichts getan, um daran etwas zu ändern. Nach dem Standard des scharlachroten Kurs bist du so gewöhnlich wie ein Rekrut. Stell dich mal ein bisschen mehr an, um dich von den anderen abzuheben. Vielleicht wirst du dann eines Tages deinem Namen gerecht werden. Beleidige mich noch einmal und ich bohre diese Klinge in deinem Bauch, bevor du schreien kannst. Ja, die Arroganz hätte sie eigentlich verdient. Was dünnt denn eure Horde aus? Sie schwillt an wie eine Flutwelle, dann bricht sie und nimmt ab. So ist das beim Chor, seit ich dabei bin. Sie zuckt mit einer Schulter, was bestenfalls ihre Zwiespaltigkeit zeigt, noch wahrscheinlicher aber Gleichgültigkeit. Wir machen nur lebende Gefangene, geben ihnen die Chance zum Überleben, um als etwas Besseres wiedergeboren zu werden. Wie die Geschwäden jeden verfügbaren und fähigen Kämpfer hinzurichten, ist nichts als reine Verschwendung. Ein eroberter Feind ist nichts als ein neuer Verbündeter, dazu braucht es nur den richtigen Zwang. Manchmal haben wir natürlich auch ein Problem mit nachhaltigem Zugehörigkeitsgefühl. Die Satyre kommen meistens nicht weit, aber sie versuchen es trotzdem. Die Wendrin-Wache ist diesbezüglich wegen ihrer zahlreichen Blutbande besonders störrisch. Weswegen ich mir besser was einfallen lassen sollte. Und was konnte das sein? Ich finde, wir sollten unseren Rekrutierungsversuch bei den Siedlern verstärken, uns dabei auf die Unabhängigen und Ahnungslosen konzentrieren. Das ist besser, als uns bis zu den Kiemen mit Eidbrechern zu überfluten, die wir uns vom Schlachtfeld geholt haben. Und wie genau planst du sie zu überzeugen? Mit gezogenem Messer hat in der Vergangenheit eigentlich ganz gut funktioniert. Du aber hast mich heute davon überzeugt, es mal etwas diplomatischer zu probieren. Was meinst du, Schicksalsbinder? Du könntest ihnen die Idee vielleicht schmackhafter machen und dadurch das Leben ihrer Freunde und Nachbarn retten. Wenn das bedeutet, diesen ewigen Konflikt dadurch zu einem schnellen Ende zu bringen, dann sei es so. Klar, warum nicht? Das klingt recht spaßig. Ich erledige nicht die Drecksarbeit für den scharlachroten Chor. Nehmen wir das Oberste. Weitabsiedlung ist jetzt aus der Weltkarte freigeschaltet. Die Wüterin lacht zufrieden und gibt einen ordentlichen Klaps mitten auf den Rücken. Meine Methoden sind todsicher, du wirst schon sehen. Ich werde die Siedlung auf deiner Karte markieren. Sie grinst, wobei sie ihre Unterlippe blutig beißt. Ich kann es gar nicht erwarten zu sehen, was du erreichen wirst. Also drohen werde ich hier erstmal nicht. Ich will nicht noch mehr Hass im Augenblick beim Chor provozieren. Jedenfalls nicht, solange wir in der Kriegssituation so stecken. Fragen Sie mir sie mal, was sie uns vom Chor, über den Chor erzählen kann. Wir sind der offenkundige Beweis für den Ruhm von Nerats Stimmen. Im Chor steigen die Starken auf und die Schwachen düngen den Boden. Totenglocke grinst und steht aufrecht, während sie die Arme rühmt. Unsere Methoden erschrecken die Feigen und schockieren die Naiven. Aber unsere Traditionen existieren, um jene eine Zukunft und Prestige zu verheißen, die stark genug sind, sich das zu nehmen, Wir werfen alle belanglosen Regeln für ein einzelnes Gesetz über Bord. Die Stärksten müssen führen. Naja, Nerat ist vielleicht stark, aber ich glaube nicht, dass er der Stärkste ist. Er ist halt ziemlich klug. Also gerissen. Deswegen ist er ja auch der Meisterspion. Was ist seine Rolle beim Chor? Turnglocke runzelt die Stirn und kneift die Augen zusammen. Sollte man eine scharlachrote Wüterin nicht erkennen, wenn man sie sieht? Wir sind der kriegerische Geist des Chors, die Gelehrten von Schwert und Dolch. Sie verschränkt die Arme und drückt die Brust heraus. In Friedenszeiten bilden wir die aus, die zäh genug sind, unsere Lektion zu überstehen und gleichzeitig klug genug, um von dem Besten zu lernen. In der Schlacht ist es unsere Pflicht, den Feind zu erschlagen und die Horde mit unseren Fähigkeiten und unserer Tapferkeit zu inspirieren. Totenglocke schnalzt mit der Zunge und schaut mit einem Augenrollen zu den anderen im Lager hinüber.
Wir sind die furchtlose Vorhut dieser verwirrten, aber glorreichen Meute. Wie bist du bisher mit dem Soldatenleben zurechtgekommen? Oh, es ist wahrlich wunderbar. Ich esse, was ich will. Ich scheiße, wo ich will. Und ich töte, wen ich will. Manchmal kombiniere ich das doch miteinander. Sie zwinkert dir zu. Nein, wir stellen uns das nicht vor. Mein Arbeitseifer hat mich hierher gebracht. Eine dekorierte scharlachrote Wüter-Veteranin. Was ich will, aber noch... Ich will aber noch höher hinaus. Wenn das bedeutet, einer der Bandenchefs zu töten, dann habe ich kein Problem damit, es mit jemandem aufzunehmen, der größer als ich ist. Sie können größer als du sein, sorge nur dafür, dass sie nicht härter als du zuschlagen. Kluge Worte, Schwester. Dann leb mal wohl. So, das ist ein Hordenmitglied. Wir haben was freigeschalten. Ihr seht mir eigentlich eher aus wie... Genau wie... Ja, ihr seht mir aus wie... Geächtete. Ja, ihr seid ja auch Halbmondläufer und sogar ein Anführer. Und du bist ein Betrunkener. Auf einer blutverschmierten Karte der Stufen wurden Schlachtpläne gekritzelt. Pfeile deuten auf den inneren Ring im Tal von Vendriens Brunnen und die Zitadelle ist durch kleine Kreise hervorgehoben. Zerschlagene Glasfiole. Aus dieser zerbrochenen Fiole steigt der Duft von Lederöl. Als Behältnis ist sie nutzlos, aber zerbrochenes Glas wird oft zu einfachem Schmuck weiterverarbeitet oder klein gemahlen und in das Abendessen eingepackt, um unauffällig Gäste zu töten. Dieses Glas kann einem Händler als Ersatzmaterial verkauft werden. Oh, wie nett, ein bisschen Kohle. Öffne mal das hier. Die sehen cool aus. Found something. So, List plus 1. Da stand aber zweimal gerade List plus 1. Tatsächlich, 39 List habe ich jetzt. Hm. Gar nicht mal so schlecht. Tagebuch, da ist der neue, das neue Nebenquest drin. So, was sind das für Bronzestiefel? Geben eine Rüstung, ist okay. Verringern aber Abwehr, Erholung und die Absetzverteidigung. Ja, Rüstung. Abwehr verringert halt kritische Treffer, was ich eher besser finde. So, ich habe mir die Karte angeguckt. Was ist das? Dieses Fass ist gefüllt mit trübenrotem Wasser. Ab und zu tauchen abgetrennte Gliedmaße an der Oberfläche der schmierigen Suppe auf. Ist das hier das Lazarett oder werden hier Menschen geschlachtet? Die meisten dieser Rationen sind verfault. Okay. Oh, ich habe hier was... Ach so, deswegen habe ich einen List-Bonus gekriegt, weil ich hier... Rotspeer. Beeinträchtigung wütend für 2 Minuten und Stärke für 2 Minuten. Heil Schicksalsbitter von Thunon. Der gespähte Offizier schlägt sich in einer steifen, aber herzlichen Begrüßung einen schweren Handschuh gegen die Brust. Würde ich gerne wetten oder wäre ich abergläubisch, dann würde ich heute wohl... Würde ich heute wohl als meinen Glückstag ansehen. Trifft aber nicht auf mich zu. Ich bin trotzdem froh, dich zu treffen. Also, was bringt dich in meine persönliche Hölle? Auch bekannt als... Er breitet seine dicken, behandschuhten Hände weit aus. Diese nach Schlamm und Scheiße stinkende Chorlager. Möchtest du etwas berichten, Soldat? Vielleicht hast du während deiner Zeit hier etwas Ungewöhnliches beobachtet. Er neigt seinen Kopf erstaunt zur Seite. Was am Chor ist nicht ungewöhnlich. Die Armee selbst ist ein merkwürdiges, unterernährtes Biest. Aber nein, die Kreischer verhalten sich überwiegend anständig hier. Und spioniert habe ich auch nicht, falls das eine Anspielung gewesen sein soll, Herr. Er steht starr wie ein Pfosten da und studiert dich genau, wobei er kaum zu atmen scheint. Das mag ich halt an den Geschmähten im Gegensatz zum Chor. Die sind richtig diszipliniert.
Und eine disziplinierte Armee, da gebe ich immer den Vorzug. Natürlich, natürlich, selbst wenn es so wäre, würde es verdammt nochmal ziemlich unmöglich sein, in diesem Schweinestall irgendwas zu lernen. 5 Augen und diese verdammten Wüter sagen mir nicht mal genug, um meinen eigenen Beitrag leisten zu können. Und dass ich es nicht versuchen würde, daran liegt es nicht. Genau, mit dir scheint man ja ganz problemlos umgehen zu können. Was soll das heißen? Gunst beim Scharlachroten Chor eingebüßt und bei den Geschmieden gewonnen. Ich bin nicht nur hier, um die Eidbrecher ständig im Auge zu behalten, denen sie nach der Rekrutierung viel zu viel Freiraum geben. Ich bin hier, um beiden Armeen zum Vorteil zu gereichen. Ich kann Einblicke in ordentliche Kriegslisten bieten und falls erforderlich von Eisenmarschall Arrhenius zur Verstärkung Truppen anfordern. Aber sie hören mir nicht zu, vertrauen sich mir nicht an und kämpfen auch nicht an der Seite der Brüder, die ich anfordern könnte. Warum bist du dann hier stationiert? So wie die meisten meiner Tage ablaufen könnte man meinen, ich sei hier, um mich mit Blutkantoren und scharlachroten Wütern zu zanken. Meine Aufgabe aber ist es, die Interessen der Geschmieden vor 5 Auge und die des scharlachroten Chors vor Eisenmarschall Arrhenius zu repräsentieren. Soll aber nicht heißen, dass ich damit während der letzten Spanne viel zu tun gehabt hätte. Sind sie kooperativ gewesen? Niemand sagt mir irgendwas, ich ihnen allen fehlt als an Ehre und Disziplin. Sie könnten wohl nicht mal kooperieren, wie sie das tatsächlich wollten. Er grunzt. Das sollte mich wohl nicht wundern, da sie dem Archonten Geheimnisse dienen. Du würdest einem von Kyros Generäne was Schlechtes nachsagen. Eine scharfe Beobachtung. Na, das ist wirklich eine scharfe Beobachtung, weil Nerat ist sehr geheimnisumwoben. Ich bin froh, dass wir einer Meinung sind, Herr. Es ist schön, mit jemandem zu sprechen, der nicht auf Teufel komm raus versucht, einen zu provozieren. Fast scheint es so, als wäre es ihnen egal. Einen besseren Freund bei den Gespielten als mich haben sie nicht. Du tust gar so, als wäre es eine Bestrafung, diesen Trupp zugeteilt worden zu sein. Ist es das etwa nicht? Ich habe es vergeigt, sonst wäre ich nicht hier. 3 Tage im Loch und eine nette kleine Beförderung haben sie mir zu meinem neuen Posten dazugegeben. Naja, was den Eisenmarschall betrifft, werde ich denselben Fehler nicht zweimal machen. Er reckt sein Kinn in Richtung des weit entfernten Tals. Ich sollte da draußen sein und für Ashes Ruhm kämpfen, nicht hier herumstehen und mich bereithalten, einen Bericht zurückzubringen, sollte jemals endlich irgendein Scheiß passieren. Was genau hast du getan, um hier zu landen? Hab den schweren Fehler gemacht, anzudeuten, dass der Eismarschall den Scharlachroten Chor nicht ganz richtig einsetzen würde. Naja, und hier bin ich also. Ein Verbindungsoffizier in einem Lager voller Lügner und Betrüger, die mich lieber ausweiden würden, als mich um Hilfe zu bitten. Er hat es mir wohl so richtig gezeigt. Unsere Leben stehen auf dem Spiel und selbst dann kommt ihr nicht mit dem Chor klar. Das ist unfair. Ich glaube ihm nämlich, dass er seine Bemühungen richtig durchsetzt, um mit dem Chor klarzukommen, aber wenn die nicht wollen, dann kann er auch nicht viel machen. Deswegen werde ich ihm das jetzt mal nicht vorwerfen. So wie ich der anderen Offizieren vorgeworfen habe, dass sie nicht lesen kann. Ich habe eine geschmähte Kunstfähigkeit. Steht zusammen, steht stolz. Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. Die ist passiv. Pulsrate alle 3 Sekunden. Wirkungsbereich Verbündete. Wirkungsbereich auf Verbündete. Plus 1 Entschlossenheit für 3 Sekunden. Gültige Waffen beliebig. Das ist cool. Das kann ich einmal pro Begegnung. Abgeschirmt für 40 Schaden für 30 Sekunden. Kurz des Schicksalsbinders. Was kriege ich beim Scharlachroten Chor für Hass? Da ist die Verteidigung. Ist auch nicht schlecht. Ja, bei denen kriege ich nichts bei Letians Kreuzung, aber bei denen würde ich was kriegen. Präzision für Treffer. Wobei ich ja hier jetzt mehr oder weniger intuitiv vorgehe.
Noch mehr Glas. Diese Speere sind brüchig und voller Rost.